Ich brauche auf jeden Fall Munition oder Waffen jetzt, ey. Ich bin. Hier ist nix. Machst du die? Na gut, ich mach die linke Reihe. Ja. Also, wer weiß, was da noch alles zwischen ist in diesen. Ich habe 200 Schuss. Ich habe für diese Ultra-MG habe ich Munition hier. Eine Karte habe ich. Ja. Toll. Was ist das? Eine AKS. Oh. Aber ohne Munition. Scheiße. Das bringt mir auch nichts. Was liegt hier? Ja, Revolvermunition. Die hätte ich auch gern mal. Na, was ist das? Munition, 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 Munition. 8 Runden nach, fick dich doch. Kann ich auch noch nichts mit anfangen. Flare White, aber was hier für eine Scheiße rumliegt. DMR-Magazin. Ja, habe ich hier auch gerade, aber ich brauche, glaube ich, nicht mehr. Ja, wenn du so viel, du musst vor allem, du musst mit deinem Scheißteil ja auch mal so langsam mal schießen, ey. Mich lässt du hier Ja. alles leerballern. Ja, ganz genau. Warum steht denn hier ein Zombie? Und warum sieht er so aus, als hätte er eine Waffe in der Hand? Alter, Jetzt was ist er ist wieder das weg. denn hier für ein Haufen? AK-Munition. Hier habe ich, glaube ich, auch AK-Munition. AKS-74U, was hatte ich denn vorhin? Ich nehme die mal mit, wa? Vielleicht kann ich ja die AKS-74U. OM9 Munition. Ja, jetzt habe ich hier AK-Muni und Starnak. CAKM. Ja, cool, nimm die doch mal. Ja, nimmst du die? Ich habe hier aber nur Munition für AK-74, AK-74 Cobra und AKU. Also ich hab. AKM nicht. Da ist natürlich genau Fraps dazwischen. Ja. Uah! Warum, warum? Warum steht ein Zombie neben mir? Ich weiß es nicht. Kannst du den mal bitte erschießen? Ja, ich komme mal. Der sieht mich nicht, aber der steht genau neben mir. Ich habe Angst. Nee, du, ich kann dich nicht treffen, ne? Hallo, ich. Ja toll, ich habe jetzt auch ein AK-Maschinengewehr, aber keine Munition dafür, ne? Ja, du musst mal in diesem Zelt hier gucken, ob die für dich geht, die Muni. Warte mal, ich habe in dem anderen Zelt hatte ich noch. Warum spawnen die hier wieder? Sind die scheiße oder was ist los mit denen? Oh, ich hab schon wieder einen gehört. Sag mal, hilft es was, hier eine Rauchgranate hinzuschmeißen? Witzig, ich kann mich überhaupt nicht wehren gerade. Wo bist du In denn? einem anderen Zelt, ich suche gerade das. Fall Ach, doch tot um! jetzt wollte ich gerade kommen. Wir müssen hier endlich weg. Ja toll, ich habe ein AK-Maschinengewehr, ich habe zigtausend Munition, aber nicht für die. Ach, ich glaube, hier ist auf jeden Fall grüne Munition. Hier ist eine M4. Nee, doch nicht. Was ist denn hier? Achter Round. Ich guck mal, hier ist aber eine Shotgun. M1014. Mit Slugmuni. Vielleicht kannst du die benutzen. Mit der Achter Round. Die ist doch auch gut dann. Was ist M1014? MC14. Komm mal hier in mein Zelt, wo ich bin. Wo bist denn du? Hier. Hier musst du, in dem musst du mal gucken. Oh Gott, ey. Was ist das denn? Ach so, das ist auch eine Schrotflinte, ja. Gut, Ja. von mir aus. Take. Und bei der kannst du halt auch. Bei der kannst du halt die anderen nehmen, die Achter. Ah. Die ist halt hier noch weiter. Ist halt Die weniger ist ja. drin, ne? Ja. Weil die findest du, glaube ich, öfter, deshalb macht das, glaube ich, mehr Sinn. So, die M9. Ich habe jetzt eine M9, ich habe jetzt eine M1014. Okay, warte, jetzt muss ich aber erst auf der Seite. Ich habe nämlich Hier gerade. ist auch noch der Achter drin. Hier ist noch eine AKM. Was? Hier ist noch eine Achter. Das ist ja Eine schön. Achter-Round. Ja, für dich halt, Ja, ne? kannst du mir die mitnehmen irgendwie oder Ich so? habe leider keinen Ich muss Platz. Du musst. gerade Smoke Grenade, Winchester. Ach, hier ist meine Winchester, die ich hab liegen lassen. Aber da habe ich ja jetzt gerade. Ups, da habe ich jetzt ja gerade eh keine Munition mehr für. Boah, was eine Action hier im Hause, ey. Take Water Bottle. Alter, das gibt's nicht. Das ist schon wieder so ein blöder Penner neben mir gespawnt. Was habe ich denn jetzt dafür weggeschmissen? Wo ist denn der blöde Penner? Da. Nee, das bist du. Danke. Ich habe irgendwas habe ich hier liegen lassen jetzt. Ne.
Stahlbots? Nee. Irgendwas habe ich doch, glaube ich. Boah, ich bin gerade total gestresst. Ey. Mir tut die linke Schulter schon total weh vor Anspannung. Mir irgendwie auch. Hier liegen jetzt zwei AK-Maschinengewehre auf dem Boden, irgendeins. So, hier liegt nämlich noch eine 8er Munition. Da kann ich nämlich die AK-Munition, die lasse ich nämlich hier. Warte mal, wo bist du denn? Jetzt in welchem Zelt? Hier in diesem hier. Hier liegt eine AK rum? Da liegt eine AK rum und AKM-Munition. Ey, sag mal! Ja, aber... Wow! Was ist das für ein Scheißgewehr? Da brauchst du zwei Schüsse pro Zombie. Schieß nicht so dicht an mir vorbei. Pass auf, von hinten. Dreh dich um. Und der Captain! In den Arsch! Aua, nicht auf mich! Oh nein! Nicht. Oh, der kriecht ja immer noch. Ja, komm, ich mach den. Alter! Da hinten kriecht noch einer. Also die Winchester war definitiv besser. Ja, das hätte ich dir auch schon sagen können. Scheiße, wollen wir mal abhauen? Ich weiß nicht, ich bin gerade unglücklich hier. Ich habe irgendwie weniger wie vorher. Oh, ich muss was trinken. Es blinkt bei mir. Ja, das ist auch mein Problem, weil wenn wir dann weg sind, dann muss ich auch bald was trinken. Habe ich auch keine Sachen mehr. So, weil ich habe jetzt nämlich mit dieser M1014 bin ich extremst unglücklich. Kann ich auch verstehen. Und für die AK ist wirklich keine richtige Munition, ne? Nein, das ist AKM-Munition und überliegen AKs rum. Das ist scheiße. Wer macht denn sowas? Wo ist denn meine Winchester? Kann ich nicht wenigstens meine Winchester wieder nehmen? Weil für die habe ich jetzt gerade schon fast 3 Magazine weggeballert für 4 Zombies, ey. Boah. Also das muss ich sagen, ist echt eine Enttäuschung gewesen. Aber falls du die behältst, hier ist noch Munition in den anderen Zelten dafür. Scheiße, da bei Winchester und gar keine Munition mehr. Ach, kacke ist das doch. Na, du könntest ja auch eine Axt nehmen. Ich meine... Ja. Das sind eigentlich wirklich die besten Waffen. So gegen Zombies. Starnak-Munition, die nehme ich auf jeden Fall mal mit, falls ich mal ein Maschinengewehr finde. Ja, super. Also ich bin echt unzufrieden hier. Bitte schieß nicht. Da hinten kommt wieder eine ganze Truppe. Ich kann gar nicht schießen. Ich habe gar keine Munition im Moment. Ja, aber mit der Marke auf oder was auch immer. Oh, ja, hier sind auch noch ein paar Leichen. Scheiße, scheiße, scheiße. Ah! Nein, ich will nicht schießen. Lass mich in Ruhe. Halt! Warte mal. Warte mal. Was denn? Ich habe eine AKM gefunden. Hatten wir nicht ja. AKM-Munition? Ja. Oh, wo ist denn dieser ganze Stapel mit der Munition jetzt? Da. Aber ich muss schießen, ich will nicht. Ah nein, das ist AK-74-Munition. Ach, fick dich doch. Was ist das? Wer baut Aber irgendwo nicht? Anders war auch eine AKM-Muni. Weil ich habe jetzt auf jeden Fall Gewehre ohne Munition, ja, und davon eine ganze Menge. Also das wird auf jeden Fall eine Folge mit... Warst du das? Ja. Also das wird auf jeden Fall jetzt eine Folge mit Sonderlänge, weil AKS-74U, dafür funktioniert die Munition doch, oder? AKS-74U, yeah! Schande. Boah, Alter, was ist... Oh, Alter, ich hab mir ohne Scheiß, mir tut alles weh hier mittlerweile. Ich bin so verspannt hier. Oh, ich hoffe, es stört nicht, wenn ich jetzt erstmal einen ACE-Drop lutsche. Ein ACE-Drop? Ja, ist von mir. Es lutscht mich doch. Leck mich doch. So, jetzt muss ich erst nur einmal die Zelte alle abgehen wegen AK-74SU-Munition. Mach das. So, da soll nachher noch mal einer wissen, wie man die ganze Scheiße schneiden soll, ey. Zucker. Boah, aber ich muss sagen, ey, diese M1040, dafür, dass das hier, wie gesagt, so eine Militärknarre ist, fand ich die echt extremst enttäuschend. Ja, die Winchester ist ja doch einfach geil. Ja.
Was? Scheiße, das warst du, ne? Ja, das war ich. Bist du tot? Nein, ich hab geschossen. Alter! Und du weißt gar nicht, wie ich mich gerade erschrocken hab. Weil die Zombies machen keine Zombie-Geräusche, sondern Menschengeräusche, wenn die sterben. Ach, scheiße. Ja, das hab ich vorhin auch gehört, ey. Das hab ich mich verjagt? Das warst du, ne? Alter. Das warst du. Au. Super. Oh, du Schande, ey. Super, noch zwei Magazine für mich. Super. Ey, aber was soll das? Hier liegen dein. Nee, warte. Jetzt liegt hier auch eine AK-74. Was ist denn besser? Eine AK-74 oder eine AKS-74U? Die 74. Die U, die S ist halt small. Zu klein, macht weniger Schaden. Also die normale, oder was? Die AK ist wohl, also die 74 ist wohl stärker. So glaube ich das. Also dann nehme ich die normale. Ey, warum hat er meine ganze Munition weggeschmissen? Spinnt's ja wo. Mm. Also nehme ich jetzt mal die normale, wa? Ja. Oder ist die kleine wohl leiser? Auf welcher Zeltseite bist du? Ich bin jetzt auf deiner gewesen. Also mit den weniger Zelten? Ach, da bist du. Ja, ich könnte dich jetzt wechseln halt. Oh. Oh Gott, ey. Ja, auf jeden Fall Sonderfolge, super lang. Also jetzt vor allem zum Schluss ist nicht mehr viel passiert, aber tja, so ist das Leben, so ist der. Aber es ist trotzdem voller Spannung. Ja, ich weiß allerdings nicht, ob es auch fürs Zuschauen so spannend ist. Hm. Ja, gefälligst. Selbstverständlich. Uns platzen hier bald die Nerven weg. Oh, noch zwei Munition. Scheiße, so viel Platz habe ich gar nicht. Oh, was habe ich denn jetzt weggeschmissen? Achso, die Starnak-Munition, ja, die kann auch weg. So, das angefangene mit dem paar Schuss, das kann ich jetzt mal wegschmeißen, das Magazin. Das lohnt sich sowieso nicht. So, hier war ich schon. Pff, alter Schwawutzki. Da war aber mal was los hier. So, eine Bandage schmeiße ich weg. Dafür nehme ich noch ein M9 Magazin. Boah, wo sind wir denn jetzt? Streichsober, okay. Ich weiß nicht, aber ich würde sagen, wir können gleich jetzt mal die Aufnahme beenden, weil wir haben mittlerweile schon 0 Uhr und ich muss ja morgen früh wieder raus. Hm, ja, scheiße. Ja. Ich würde sagen, vielleicht gehen wir noch zu diesem einen Hochsitz, der dann in der Wildnis ist. Dann haben wir da erstmal wieder Ruhe, wenn wir spawnen auf jeden Fall. Ja, Ruhe beim Spawn ist auf jeden Fall. Und vor allem, wir können echt irgendwo in der Wildnis, weil uns hetzt jetzt hier wirklich nichts mehr. Wir haben Munition, wir haben Feldflaschen, wir haben Axt, du hast ein Messer, ne? Mhm. Ja, Essen bräuchte ich wirklich mal. Aber ich habe halt noch die eine Dose, aber noch will ich nicht. Ne, solange es nicht blinkt. Also bei mir ist auch noch nichts am Blinken, das ist auch kurz davor. Aber hier diese 8er-Slug-Munition, die liegt überall. Aber ich war gerade echt extremst enttäuscht von dem Teil. Mhm. Weil die ist total laut und dann brauchst du wirklich dann noch zwei Schuss pro Typ da, das geht gar nicht, finde ich. Also und dann mit der Winchester, die ist leiser, die ist präziser. Wo bist du denn jetzt eigentlich? Ich liege hier so an dem Hang, bei den Bäumen. Wo bist du? Warte, ich habe dich gerade gesehen, den Namen. Geh einfach mal zu den mega vielen Leichensäcken. Ja. Bist du da? Ja. Ach da, ja, guck mal. Hallo, hier? Ja. Also ich habe auch schon, ja, ich bin auch so im gelben Bereich mit meinem Blut im Moment. Also ich würde sagen, wir gehen als nächstes dann was jagen in der nächsten Session. Ja. Ja, mein Blut hat so eine Popelfarbe irgendwie. Ja, genau, meinst du auch. Und es ist halt auch so leicht grau bei mir alles schon. Ja, das, ich glaube, eher weniger bei mir. Ja, es ist so leicht grau, ne? Also nicht grau, sondern leicht. Aber während diesem ganzen Scheiß hast du da mal geblutet? Nee. Nee, ich auch nicht. Hier ist aber viel offenes Feld. Wo wolltest du nur hin? Ja. Ich wollte jetzt mal gucken, wo der ist. Es gibt ja zwei Stück. Was willst du denn überhaupt? So ein Hochstand. Da ist einer. Ich sehe drei Stück hier in der Nähe. Einmal hier rechts müsste irgendwo einer stehen. Und ich kann genau einen sehen. Und dann da vorne zwei Stück irgendwo.
Ja, komm, wir gehen einfach mal hin. Ey, wenn uns jetzt hier einer weghaut, ne? Boah Gott, ey, ich wär ohne Scheiß, ich wär so übelst angepisst. Ja. Ich guck mal eben. Echt, ich würde einen Strom rausziehen, würde weg. Aber es ist nur noch einer außer uns da. Wenn der uns jetzt hier wegsnipet, ne, dann ist es nur dumme Ruhe. Boah, ich schwör dir den. Paul! Ja, Paul ist ja eh andauernd gestorben, wäre mir egal. Ich schwör dir, dann hack ich den. Dann finde ich die IP-Adresse raus, fahr zu dem nach Hause und schlag den ein paar vor die Fresse. Ich glaube, die IP kannst du da sogar angucken, wenn du da drauf drückst auf seinen Namen. Weil wenn du auf P gehst und dann. Echt? Da stehen irgendwelche Informationen. Ja, bleib erstmal schön da in der offenen Gegend stehen. Ja, genau, das sehe ich auch. Das finde ich ganz gut eigentlich. Ich laufe jetzt mal ein bisschen schneller. Ich schieß gleich einfach mal mit der AK, ja? Einfach nur, um den Leuten ein bisschen Angst zu machen. Um mir Angst zu machen. Alter. Shit. Ich hab drauf gewartet, aber es erschreckt trotzdem. Ey, jetzt müsste wirklich so eine Horde, irgendwie so 100 Zombies aus dem Wald. So auf mal hinter uns, dieser ganze Militärplatz, so, weißt du, die ganzen Geister davon. Die Untoten der Untoten. Genau. Warte, da steht da ein Zombie. Da steht ein Zombie, glaube ich. Ja, den kann ich gleich mal weghauen. Da steht ein Zombie. Bei dem Hochstand. Den knall ich jetzt mal ab. Mach das. War mal so von hier, ne? Komm gleich aus 10 Kilometern, kommen die Zombies gleich alle auf uns zugerannt. Hey, toll, jetzt ist er gerade in den Bäumen verschwunden, super. Und übrigens hechel ich auch total, ich kann gar nicht schießen. Da unten rechts hockt aber einer. Da, jetzt sehe ich ihn wieder. Der geht gerade aus den Bäumen raus. Ja, genau. Aber der hockt nicht. Also ich habe rechts einen, der hockt, den knall ich da mal ab, wa? Boah, ist das Teil, natürlich nicht was. Getroffen. So. Boah, ist das Teil laut, ey. Na, wirklich. Das Schöne ist, da hörst du den Tod richtig. Da hinten kommt auch einer. Wo denn? Ach, da. Ist er tot? Ja. Hoffe ich zumindest. Aber ich habe ja zum Glück für die... Oh, warte, da hockt noch einer an dem Turm. Den hole ich mir noch. Ach, da sind sogar noch zwei. Ich nehme den Hockenden. Wo sind Stehende denn? Dahinter. Ach, jetzt läuft er gerade erstmal weg. Jetzt kommt er an. Ich höre auf jeden Fall aber noch mehrere. Oh ja. Da ist noch einer. Na, scheiße, auf so einer Distanz, dann kannst du sie nicht mehr sehen mit dem Teil. Kannst nicht mehr verfolgen. Ja, deswegen mag ich keine Sniper. Dann bist du im Nahkampf bis auf mal aufgeschmissen. Ja. Oh Gott, ey. Aber trotzdem, wie viele hier sind für nur so einen dämlichen Schießstand. Take Chemlight Blue. Ja, dafür schmeiß ich ein Magazin weg. Für blaue Chemlight. Mach mal. So eine super Idee. Ach, hier sind auch blaue. Aber hier ist, glaube ich, DMR-Muni. Ja, Gott sei Dank, hast du ja noch nicht genug von. Nee. Ach, hier. AK-Muni ist hier auf jeden Fall. Oh, hab ich auch so wenig von. Aber auch DMR. AK-74 oder AKM? Die gelben? Ja, dann die gelben, ja. Hier, die gelben brauche ich auch. Dann schmeiße ich hier mal so ein angefangenes weg, dann nehme ich mir das volle da von da oben. Huch! Hey! Was denn? Der will immer das wegschmeißen, was ich behalten will. Wo kann ich denn jetzt sehen, ob das Magazin noch voll ist oder nicht? Da ist doch so ein, das da ist doch so ein grüner Streifen daneben. Ach so. Genau. Split into former M4. Was ist das denn noch? Was? Wenn ich auf meine Munition rechtsklick mache, dann steht da Split into 4 mal M24. Was? Ja, da kannst du die nochmal splitten, wa? Ja, aber warum denn? Ja, für ein anderes Gewehr. Das will ich aber gar nicht. Ja, wer will das schon? So, dann habe ich jetzt wieder meine Munition aufgefüllt. Ja. Der schmeißt immer ein falsches Magazin. Schmeißt ein volles Magazin weg und ich habe 3 angebrochene. Soll er doch mal so ein. Bei mir hat er direkt das angebrochene weggeschmissen. Bei mir schmeißt er immer die vollen weg.
Jetzt hast du die Wasserflasche weggeschmissen, ne? Ja, der schmeißt bei mir alle so nacheinander weg. So, ne, will ich doch alle gar nicht so. Ah, so, jetzt habe ich alle einmal raus und jetzt nimmt er erst die vollen. Ah, das ist ja Knorke. Okay, jetzt nehme ich jetzt mal meine Wasserflasche wieder mit. So. Ich will dir kein Blut geben, das wäre jetzt ziemlich blöde. Ich weiß nicht, ja, weiß nicht. Ach nee, du hast nur eins, ne? Oh, warte, oh, hab ich. Ich hab nur eins, aber ich wollte hier eigentlich. Ich hab zwei noch. Ich hab ein Epipen, zweimal Morphin. Und Stacheldraht. Sollen wir uns. Ach, stimmt ja. Sollen wir uns ein Stacheldrahtisieren, dafür, dass es, wenn wir das nächste Mal aufnehmen, in einer Woche oder zwei, dass es dann weg ist. Ja. Nein. Obwohl, kannst du ihn unendlich benutzen, oder? Ich vermute. Oh, guck mal, wie viele Spieler jetzt aufnehmen. Also. Ja, jetzt sind nochmal zwei dazugekommen. Oh, und vor allem, da sind noch zwei, die zusammengehören. Ja. Ja, es ist natürlich jetzt unwahrscheinlich, dass die hier sind, aber komm, wir legen uns mal hier hin. Ja. Und vielleicht ein bisschen weiter oben. Ja. Da sind so Steine. Ich geh mal einen Schritt neben dir weiter weg, einfach, dass wir nicht so dicht zusammen sind. Oder. Ich habe im Moment, ich fürchte mich gerade noch ein bisschen, dass wir jetzt auf die letzten Meter noch abgeknallt werden. Ich glaube, wenn du abgeschossen werden würdest, ich würde sofort Alt F4 drücken. Ja, ohne Scheiß. Jetzt steht hier gleich ein Zelt. Das ist genau so ein Ort, wo Zelte stehen. Ja. So ein bisschen weiter abseits davon, irgendwo im Wald, hier ist Fläche. Ja, geh noch nicht so weit, lass doch hier bleiben. Ich guck gerade, ob hier ein Zelt steht. Ich will aber direkt neben dir dann ausloggen. So, ja, von mir aus, Wenn jetzt hier irgendwie noch ein Wildschwein wäre. Da ist ein Wildschwein, ich werd bekloppt. Lass uns das grillen. Ah, das Feuer, jetzt habe ich aber leider nicht mehr mit. Ist egal, wir können ja nur welche schlagen. Wo ist es denn? Ach, da. Geil. Ja, dann schlag du schon mal Holz und ich schlag das aus. Ja. Na, warte mal, ich brauche dafür irgendwie Platz. Dazu muss ich eben erstmal was weglegen. Das war Schicksal jetzt. Ja, das war. Hey, wo ist mein Maus da? Ich schmeiß dafür mal das Heatpack weg, oder? Ja. Das doch kein Mensch. Oder, warte, Holz braucht, glaube ich, zwei, ne? Holz braucht zwei, ja. Und dann nehme ich die Beans auch noch so. Harvest Wood. So. Ich trinke jetzt einfach mal Wasser, damit ich wenigstens ein Fleisch aufheben kann. So. Make Fire. Das ist ja mal mega geil jetzt. So, ich mache hier mal einen Feuerplatz gerade. Und da können wir uns nämlich erstmal vollfressen. Da müsste nämlich auch genug Fleisch drin sein, ne? Vier Stück. Super, ich habe einen Feuerplatz gemacht. Brennt es auch schon? Rearm at Fireplace. Light Fire. Brennt schon, ja. Cool. Ja, du musst jetzt dein Fleisch rausholen. Ich habe kein Fleisch. Ja, das Fleisch aus dem Schwein. Ach so, muss ich das jetzt noch holen? Das sind noch drei Stück. Ja, aber ich habe keinen Platz dafür. Take Cook Meat. Kann er das jetzt gucken? Macht er? Ja. Vielleicht nicht ganz so geil wie bei Risen 1 die Animation, aber... Komm! Wie viel hast du hier genommen? Cook Meat, zwei Stück. Ja, gut, dann hole ich mir das andere auch noch. Ich werde es jetzt erstmal essen, natürlich. You have cooked two raw meat. Ist das geil. Wie cool ist das denn? Dann habt ihr das auch mal gesehen noch. Ja, das ist richtig geil. Mal auch volles Essen jetzt. Ja, volles Essen. Blut regeneriert sich, glaube ich, 800. Ja, ich habe auch wieder grüner. Ach, schön. Ja, ich finde das jetzt noch richtig geil. So ein schöner Abschluss, ja, eigentlich. Dann können wir am Lagerfeuer sitzen. Absolut. Und dabei würde ich sagen, beenden war also zumindest auch die Aufnahme, ne? Ja. So, war da noch Fleisch drin? Nee, ne? Nee, jetzt habe ich das letzte rausgenommen. Das hebe ich mir auch erstmal auf. Ich habe beide gefressen. Du musst aber nicht beide. Ja, ich würde sagen, ich wollte aber noch ein bisschen Feuer aus, ne? Ich wollte noch ein bisschen bluten. Nein, wir beenden dabei jetzt so die Aufnahme. Wir hocken uns dabei jetzt hier schön hin. Kann man die Waffe wegstecken? Nee. Dann nehme ich zumindest die Pistole. Oh. Ich habe Angst, ich möchte eigentlich übers Feuer drüber rollen, aber ich habe Angst, dass es doch irgendwie ein bisschen Schaden macht.
Ja. Ich will nicht im Rauch sitzen. Im Rauch sitzen ist scheiße. Ja, warte, davor setzen ist cooler, ne? So. An dem wunderschönen Lagerfeuer beenden wir die Aufnahme. Nach 2 Stunden wieder viele Folgen. Auch viele Folgen, wo der liebe Typ, der nachgefragt hat, ich habe den Namen vergessen, tut mir leid. Ist nicht persönlich gemeint. Wir haben dich nicht vergessen, wir haben nur nicht dran gedacht. Auf jeden Fall, wir beenden dann die Aufnahme. Wir hatten auf jeden Fall Spaß, war auf jeden Fall wieder einiges los. Auf jeden Fall, ja. Vor allem jetzt hier diese mehreren Massaker, ja, Waffen finden, Zelt, Angst, Schweiß, Tränen, Blut, alles dabei. Jetzt zum Schluss noch tatsächlich noch ein Wildschwein gefunden, aber wirklich wie aufs Stichwort. Yo. Das war der Hammer. Und jetzt hocken wir am Lagerfeuer, wir grillen uns noch 2-3 Würstchen, trinken noch ein Bierchen dabei. Und beenden. Genau, es müsste so ein Selbstbiermach-Set geben. So eine kleine Destillerie irgendwo. Ja, genau. Ja, und danke fürs Zuschauen. Genau. Ja, bis zum nächsten Mal, ne? Ja, tschüss. Tschüss. Oh, scheiße, ich bin tot. Nein! Ah!